Bruder. LOL, ich schieß jetzt da durch! Ja, hallo YouTube Schatz, komm Schatz, heute mit einem neuen Video. Und zwar die letzten Tage ist in Fortnite wirklich was sehr Interessantes passiert. Und zwar Leakern ist es erneut gelungen. Verschlüsselte Daten, die bereits jetzt schon auf die Fortnite-Server aufgespielt worden sind, zu entschlüsseln. Und hier sind ein paar sehr krasse neue Sachen zum Vorschein gekommen. Unter anderem wird es nächste Woche ein neues Item geben. Und zwar handelt es sich hierbei wahrscheinlich um die Shadow Bomb, Freunde. Und ich sage euch, die Shadow Bomb, wie die funktioniert, die hat es definitiv in sich. Alle Informationen hierzu und zu dem vorgezogenen großen Update, nämlich nächste Woche. So sieht es zumindest auch bereits aus, werden wir bereits den großen Patch, das Update 8.4.0 erhalten, was wirklich auch sehr außergewöhnlich ist. Alle Informationen gibt es hier natürlich in diesem Video, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Lasst doch ein kostenloses Abo da, um nichts zu verpassen. Und wenn ihr richtige Ehrenmänner seid, Freunde, und in Fortnite jetzt nur noch gewinnen wollt, Standard-Skill OL als Supporter im Item-Shop eintragen. Freunde, es dauert eine Sekunde, ihr könnt mich damit kostenlos unterstützen. Ich weiß, viele von euch sind faul da draußen, aber gönnt doch einfach mal. Würde ich mich echt sehr drüber freuen. Kommen wir aber erstmal zu der wahrscheinlich richtig großen Sache im Allgemeinen hier auf der PlayStation. Und zwar ist es jetzt möglich, seinen PSN-Namen zu ändern. Wie das Ganze funktioniert, werde ich euch auch gleich einblenden. Funktioniert komplett einfach. Ihr seht nämlich jetzt schon, es gibt Lineadlol nicht mehr. Ich wollte immer Standard-Skill als Namen haben auf der PlayStation. War immer schon mein Traum gewesen. Ich habe jetzt auch den PlayStation-Support angeschrieben und werde dann die nächsten Tage wirklich den Namen Standard-Skill auf der PSN bekommen. Also jetzt bin ich erstmal provisorisch hier mit den neuen Namen unterwegs. Also falls ihr mich mal in der Lobby seht, wisst ihr jetzt, wer ich bin. Und die nächsten Tage dann als OG Standard Skill back in the business. Freue ich mich schon extrem drauf. Dann guckt euch mal bitte dieses neue Rückenaccessoire an. Das ist nämlich ein Rückenaccessoire von den Piraten-Skins. Und ich muss wirklich sagen, mach kein Auge, aber es passt ultra übertrieben krass zu den Renegade Raider. Ich muss sagen, das ist wirklich aktuell meine neue Traumkombination, die man hier spielen kann. Dann wird es, wie bereits auch schon angeteased, nächste Woche ein weiteres großes Update geben. Und zwar normalerweise ist es ja so, dass wir in Fortnite nur alle 2 Wochen ein großes Update erhalten und nicht jede Woche. Aber da mit dem Patch 8.3.0, welcher jetzt am Mittwoch auf die Server aufgespielt worden ist, wirklich extrem viele Sachen gefehlt haben, die einfach von den Entwicklern noch nicht fertig gemacht worden sind, wird es dann nächste Woche das neue große Update, nämlich den Patch 8.4.0 geben mit wirklich weiteren extremen Änderungen, wie unter anderem der Shadow Bomb, die jetzt auch in den Datenfiles gefunden worden ist. Oh, es läuft! Was passiert hier? Renegade Raider zu dem Skill ist in Tilted Towers wieder am Rasieren. Und zwar in den Datenfiles jetzt bereits auch schon gefunden, wurde nämlich das in der 8. Woche, welche nächste Woche ist und gleichzeitig auch mit dem Ruin-Skin die Freischaltung kommt, ist es nämlich so, dass wir in den Herausforderungen eine bestimmte Aufgabe finden. Und zwar benutze die Shadow Bomb. Und die Shadow Bomb wurde jetzt auch bereits in den Datenfiles gefunden. Und hierbei handelt es sich wahrscheinlich um eine ähnliche Variante der Schattensteine, die wir damals auch schon in Fortnite hatten. Und zwar diese Schattensteine haben euch ja für kurze Zeit unsichtbar gemacht. Oh, er ist bestimmt One-Hit, Alter. One-Hit-Wonder. Warte mal ab, den holen wir uns. Und das wird wahrscheinlich auch bei der Shadow Bomb halt möglich sein, dass ihr für kurze Zeit unsichtbar werdet und quasi in einem Schatten dieser, ja, Granate wahrscheinlich dann verschwindet. Hört sich äußerst interessant an. Nächste Woche gibt es dazu neue Informationen. Kann man sich aber noch nicht zu 100%... Oh, Alter, das war knapp gewesen. Okay, den holen wir uns. Warte, anvisieren. Ich wollte gerade sagen, Jackpot. Endlich mal wieder einen guten Starter hier.
bekommen. Dann gibt es auch eine neue Pickaxe, die in den Datenfiles gefunden worden ist, die ich vorher auch euch noch nicht gezeigt habe. Werde ich euch mal einblenden, ist so ein bisschen palmenmäßig unterwegs. Sieht wirklich sehr interessant aus. Zusätzlich gibt es auch weitere Map-Änderungen, und zwar in Snobby Shores wurde jetzt weiter die Wikinger... Hey! Komm hier nicht raus! In Snobby Shores haben die Wikinger ein weiteres Haus übernommen und quasi in diesen Wikinger-Style umgebaut. Und dann gab es die neue Side-Story, die jetzt auch schon seit längeren Wochen gelaufen ist. Und zwar, alle zwei Wochen haben sich die Golems bewegt. Und diese Golems haben jetzt quasi auf gegenüberliegenden Vulkan gestanden. Der eine ist ein weiblicher Golem und der andere ist ein männlicher Golem. Und hier ist jetzt letzte Woche was sehr Interessantes passiert. Und zwar, dieser männliche... Ah, scheiße. Oh, Bruder, das war ultra schlecht gewesen. Müssen wir... Oh! Oh mein Gott! Oh, was ein Comeback, Digga! Oh, hoffentlich hat der irgendwie Medics dabei. Bro! Raketenwerfer! Hat mich fast aber ganz anders rasiert. Alter. Oh, und ehrenhafter Chuck, Chuck. Oh, nein. Oh, Bruder, da ist einer. Da hat gerade einer auf uns geschossen. Macht bitte kein Auge. Lass mich kurz den Chuck, Chuck reinziehen. Nein, er pusht auch noch. Ja, meins ernst? Hey! Er hat nichts mehr zum Bauen gehabt und ich hatte auch nichts mehr zum Bauen gehabt. Ich hab... Oh doch, er hat noch ein bisschen was gehabt, Leute. Ich dachte jetzt wirklich, das war's gewesen. Oh, Gottes Willen. Also so am Schwitzen bin ich echt selten. Gar keinen Bock, hier nochmal die Runde neu zu starten. Halleluja. Jedenfalls diese Golem-Story, das ist so eine kleine Love-Story, die sich am Rande von Fortnite abspielt. Und zwar, die haben beide, der männliche Golem hatte eine Blume in der Hand und der weibliche Golem hat auf der anderen Seite gestanden und quasi... ist jetzt dieser weibliche Golem in die Lava gesprungen. Der männliche Golem hat die Blume fallen lassen, weil er darüber so schockiert ist, dass die Liebe zwischen denen so stark ist. Das ist wirklich so eine kleine Randstory, ist wirklich sehr interessant. Ich bin mal gespannt, ob es der weibliche Golem schafft, rüber zu schwimmen. Werde ich euch auf jeden Fall auch auf den Laufenden halten. So, wir können jetzt die Leute da hinten nicht pushen, weil es hat keinen Sinn. Wir müssen Zone. Zone ist am Arsch der Welt. Ansonsten war es das hier auch gleich komplett mit der Runde gewesen. Dann gibt es noch ein neues Pack, was auch jetzt schon seit zwei Wochen in den Datenfiles drin ist, was jetzt aber nochmal geupdatet worden ist. Nämlich zu diesem Pack, das ist gleichzeitig mit den Fallen Love Ranger. Und zwar bei den Fallen Love Ranger war es ja so gewesen, dass wir für die Herausforderung V-Bucks erhalten haben. So wird es wahrscheinlich bei diesem Paket auch so sein. Und zwar hierbei handelt es sich um das Inferno-Paket, welches wahrscheinlich dann für 20 Euro wieder im Shop verfügbar sein wird. Und ihr schaltet euch eine Tarnung, eine Spitzhacke und einen Skin frei. Dann habt ihr noch zusätzlich die Möglichkeit, euch insgesamt 2000 V-Bucks durch Herausforderung freizuschalten, was quasi dann den Skin, wenn man jetzt den V-Bucks-Preis und den Euro-Preis umrechnen würde, quasi dieses Paket dann umsonst sein würde. War bei den Fallen Ranger auch schon eine coole Sache, dass man sich halt durch Herausforderung V-Bucks verdienen konnte. Fand ich eine sehr geile Sache und ich denke mal, das wird hier definitiv bei dem ganzen Pack ja genauso sein. Zusätzlich ist in Loot Lake was sehr Interessantes am Laufen, und zwar hat man jetzt...
den Verdacht, dass der Helikopter die ganze Zeit Leute bzw. das Gebiet in Fortnite ausspäht für neue Löcher, die die Bagger baggern müssen. Und ich werde euch mal hier das Bild einblenden. Die Bagger-Kommando. Was ist er denn? Ja, er backt sich durch, GG. Mach's gut. Lol, er ist nicht gestorben? Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Diese Bagger haben sich jetzt wirklich massiv aufgerüstet. Guck mal bitte, wie viele das sind. Also ich glaube, auch da dieser Donald Master, dieser Typ da von Epic Games, der immer seine Location in Fortnite endet, der hat seine Location nochmal geändert zu dem X. Und das wird wahrscheinlich dann hoffentlich mal die finale Position sein, weil er auch aktuell diese Metallplatte... Hier ist einer. Ja, da klaut er mir den Kill. Ich glaube, ich drehe ab hier. Wow! Oh, Bruder, er hat gerade... Aber ganz ein krasser Highground des Doom. Wir müssen mal aber zusehen, dass wir hier schnell Land gewinnen. Muss los. Wenn er hinterherkommt, gar kein Problem, Bruder. Oder 14 Kills und ich habe 170 Steine. Das ist doch ein Witz, oder? Das ist doch ein wirklich kranker Witz. Ey, ich sag dazu nichts mehr. Also ich sag dir ganz ehrlich, die normale Lobby ist einfach nur noch katastrophal. Oh, reingechoked. Oh. Boah, ihr habt auch keine Mats mehr. Ey, das ist doch ein Witz. 15 Kills, Bruder, und ich hab doch nicht mal 10 Materialien. Unbelievable, das Game. Unbelievable. Was, also, jetzt fange ich hier noch im Endgame an, das Dings abzufarmen. Die Bäume. Ich glaube, ich werde verrückt, Freunde. Ey, das ist doch mehr als broke, ohne Spaß. Und jetzt kommt hier einer um die Ecke. Das sage ich euch, das ist nämlich das Problem, was ich nämlich sehe. Das hat nichts mehr mit Skill zu tun. Jetzt kommt hier einer um die Ecke, der wirklich die komplette Runde gefarmt hat. 3000 Materialien hat, 3000 Leben hat und wird mich natürlich komplett... Oh, der 50er, müssen wir uns merken. Wird mich natürlich komplett outplayen, weil ich keine Materialien habe. Was soll ich machen? Ich kann 5 Wände bauen. Verstehe ich nicht. Ach, boah, ich muss sagen, dieser Renegade Raider mit dem Backpack, ne, ich habe mich richtig verliebt gerade in diesen... Das sieht so nice aus mit diesen Schwertern da hinten. Es sieht wirklich so aus, als würde 1:1 genau dieses Rückenaccessoire zu dem Renegade Raider passen. Ne? Also besser geht's meiner Meinung nach gar nicht mehr. Jetzt haben wir wenigstens ein paar Dinger hier. So, gibt immer noch was Gutes hier. Danke. Slurp P90 brauchen wir heute mal ausnahmsweise nicht. Dann haben wir hier noch 2 Paulberger, die wir uns auf entspannt nebenbei holen können. Also ich könnte recht nach oben auf dem Berg ist einer, ich bin mir aber nicht sicher.
Wir werden mal hier kurz auf die Aussichtsplattform gehen. Und dann, Kollege, komm raus. Standardskill befindet sich hier in der heißen Phase. Werden die Gegner erzittern vor seinem OG Renegade Raider? Vielen Leuten ist der Renegade Raider auch als seltenster Skin in Fortnite bekannt. Wird dieser Skin die Gegner einschüchtern? Das ist hier die Frage. Erster Kontakt aufgenommen. Ja, lieber nichts bauen. Was ist nur? Der Spieler hat mit einem gekonnten Snipe probiert, mich auszuschalten. Hat hier aber festgestellt, dass der Renegade Raider gefährlich ist und wird jetzt wahrscheinlich den Rückzug antreten. Oh, oh, er geht doch offensiv rein. Mit Dauerfeuer probiert Standard zu dem Skill den Gegner zu beeindrucken. Zeigt, dass er hier den Raketenwerfer durchaus mit dabei hat und dass es eine gefährliche Situation für den Kontrahenten werden könnte. Jetzt kommt der offensive Push über den Berg. Vorne rein. Gegner. Au. Oh, der Gegner hat einen verwirrten und überraschten Eindruck zugleich gemacht. Und da meldet sich auch schon der Nächste. Hier würde er jetzt nochmal offensiv den Sniper-Angriff probieren. Eventuell könnte es final der Trickshot zum Rundensieg werden. Das wäre hier natürlich für die Zuschauer der Wahnsinn. Das kann man theoretisch gar nicht in Worte fassen, was wie die Menge toben würde, wenn der letzte Kill ein Trickshot wäre. Da wartet er. Der Gegner ist defensiv. Er ist defensiv. Er hat Angst, er zittert, er ist wirklich, er piekt nur ganz kurz einmal vor. Will hier auch an dieser Stelle kein Risiko eingehen. Standardskill aber so offensiv wie nie zuvor. Geht jetzt hier offensiv in den letzten Gegner rein. Kontert! Kontert das Jump Pad! Was hier passiert ist auf ganz hohem Skill-Level. Kontert das Jump Pad, der Gegner ist hier und holt sich den High Ground. Unglaublich, was hier passiert. Das spannendste Duell. Die Weltmeisterschaft in Fortnite. Heute. Es geht um 1 Million US-Dollar. Gewinnen dürfen wir nur mit der Sniper. Oh, der Gegner hat ihn noch nicht mitbekommen. Oh! Das ist die Schwäche, die wir hier jedes Mal sehen hier. Ein 100%iger Snipe-Hit wird nicht verwandelt. Das könnte ihn definitiv den Sieg kosten. So. Paul macht da oben keine Welle. Ich schieße ihn. Ist mir egal, ich schieße jetzt einfach alles kaputt. Der wird doch keine 20.000 Materialien haben. Kannst du bauen, 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 da wird es gleich ganz schön ebbe bei dir aussehen. Und da kommt der Push. Unsicherheit bei Standardskill. Unsicherheit. Okay. Was macht der da? Ja, trink mal schön. Trink mal schön. Guck mal, da ist er. Bruder. Lol, ich schieß jetzt da durch. Oh, das ist jetzt zu krass, hätte das funktioniert, ne? Oh Gott, wäre das krass. Oh, ich probiere noch irgendwas Cooles. Quickscope oder so, aber der ist ein bisschen verwirrt, ist der Typ. Das ist jetzt da eingebaut. Der turtelt jetzt auf ganz skirmischweise hier. Jetzt checkt er die Zone, kommt, er ist in Panik. Oh mein Gott. Ich muss ihn killen. Was hätte ich den Kill nicht mehr bekommen? Was wäre an der Zone hops gegangen? Leute, ich hoffe, euch hat es mit der Runde gefallen. Gab wirklich eine Menge
neuer News. Das sagt die Statistik hier. Komm, zeig dich. 2666 Spieler, das heißt, Freunde, ihr müsst Standard-Skill-OL als Supporter im Itemshop eintragen. Das ist ein Zeichen. Hau da rein, kauft da einen Standard-Skill-List.